Überraschung! Der Papa ist da! Ladies and Gentlemen, ich bin back on the track, back in town. Ihr seid bestimmt überrascht, weil ich habe groß angekündigt, ich komme zurück mit Prominent getrennt. Ja, manchmal spielt das Leben halt anders, als man es sich erwartet. Zu schnell, zu schön. Seid einfach ehrlich. Ich habe nämlich die Information bekommen, dass Prominent getrennt weder diesen noch nächsten Monat kommt. Und ich wollte nicht darauf warten. Also April, April, Junge. So lange kann ich euch doch nicht alleine lassen. Und ich habe euch doch auch jetzt schon vermisst. Deswegen habe ich meinen Urlaub verkürzt und wir starten rein mit Make Love, Fake Love. Und ich freue mich da so drauf, weil ich glaube, das wird eine bombastisch gute Staffel. Also ich habe schon ein bisschen bei Instagram geguckt und so, da sind die Leute eher so, meh, nee, Scheißbesetzung und so. Sehe ich tatsächlich absolut anders. Ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial. Und ich hoffe ja auch. Ihr Süßen, da reden wir aber gleich nochmal genauer drüber. Ganz kurz noch zu, wie war der Urlaub, alles pipapo, das erzähle ich euch doch hier nicht. Doch nicht hier in einem Reaction-Video. Was erwartet ihr denn? Ist doch Quatsch. Ne? Aber es gibt etwas, was ich euch sagen möchte. Ich habe es ja hier und da mal gedroppt. Es gibt jetzt einen Podcast. Monika! Ich weiß nicht, ist er heute schon raus, aber auf jeden Fall könnt ihr den bei Spotify und so streamen. Den mache ich mit meiner besten Freundin, der SIA, also SIA nenne ich sie, sie heißt Jessica. Jessica. Heißt die eigentlich Jessica oder Jessica? Das weiß ich doch gar nicht. Weißt du was, das ist einfach eine verfickte Respektsache. Ja, und da werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen was erzählen aus dem Urlaub. Vor allen Dingen eine Sache, die mich komplett aus dem Leben ge... Klatsch. Nicht nur mich, auch Essie, also Essie eigentlich noch viel mehr. Ich war aber auch dabei, ach, es war krass auf jeden Fall. Der Podcast heißt Auf entspannt, weil wir da ganz entspannt reden wollen. Ganz entspannt und ohne Stock im Arsch und einfach so, wie wir sind. So, wie wir sind als Menschen. Quatschen, ja, übers Leben leben. Reden, meine ich. Etc. pp. Wird auf jeden Fall geil, nur ich muss gerade selber lachen wegen Auf entspannt, weil die erste Folge wird nicht unbedingt Auf entspannt. Die wird schon ziemlich krass. Sehr, sehr krass sogar. Aber ich bin froh, wenn ihr reinschaltet. Reinhört. Genau. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Ansonsten, neues Setup ist da. Gefällt es euch? Ich hoffe doch. Neue Kameras auch da. Habe ich schon seit einem Jahr. Meint ihr, ich habe die mal eingerichtet? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber alles, was neu ist bei mir, das wird doch erstmal mindestens einen Monat in die Ecke gelegt. Anders geht es nicht. Bist du dumm? Ihr Süßen, jetzt habe ich aber wirklich genug geredet. Wer die ganze Folge nochmal nachsehen möchte, tut das sehr, sehr gern auf RTL Plus hier zu abonnieren. Ihr wisst, das ist ein absolutes Muss. Und wenn ihr noch Tipps und Tricks habt, weil der Wochenende, der Hintergrund, der soll nicht so bleiben. Wie komme ich jetzt auf Wochenende? Scheiß Alkohol, Alter, ich höre. Soll nicht so bleiben, das ist alles noch ein bisschen sporadisch. Ich hätte es gerne eigentlich vom Fenster gemacht, da brauche ich aber einen Vorhang in der passenden Farbe. Welche Farbe nehme ich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das bleibt nämlich auf jeden Fall. Hat mir meine Mutter zu Weihnachten geschenkt. Gemalt. Nämlich Picasso. Ist es nicht wunderschön? Da steht sogar La Polce Vita unten drauf. Sieht man leider jetzt alles nicht. Aber Hauptsache, ihr seht den Karton da unten. Der ist mir wichtig. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein, oder? Na, habe ich Lipgloss auf den Zehen? Weiß ich auch nicht, aber ihr wisst, wer das ist, ne? Ihr wisst, wer das ist. Antonia, Junge! Und deswegen freue ich mich auch so darauf, weil ich finde, Antonia ist eine tolle Frau. Ist an den falschen Mann geraten? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir alle gesehen. War auch nicht schön mit anzusehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, jetzt hoffentlich hier dabei zu sein, dass die hier wirklich die große Liebe findet. Ey, das würde mich so freuen. Das würde mich so freuen. Schlag's Märchenbuch zu. Und ich finde, das ist einfach eine Frau, die ist wie wir. Und deswegen gucke ich das sehr gern. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, ich bin die Antonia Hemmer. Ich bin 23 Jahre alt. Ich komme aus Hannover. Dass die 23 ist, ne? Da denke ich mir mit 23, was habe ich da gemacht? Da war ich noch fast flüssig. Wir haben ein weiteres Baby bekommen. Man kennt mich unter anderem aus den Formaten Bauersucht Frau, Couple Challenge, das Sommerhaus der Stars und Kampf der Reality Stars. Ey, ja, und ich habe halt Sommerhaus der Stars geguckt mit ihrem Macker und das war einfach nur so schlimm. So schlimm, die war mit den Bauern zusammen. Deswegen auch hier diese Pharma-Musik vom Bauer sucht Frau. Die haben aber hier nichts dermaßen
reingeschnitten. Also ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Die machen da jetzt keinen Rückblick mehr zu der Beziehung mit dem Bauern. Falls ihr sie nicht kennt, seid froh. Alter, das hat einfach einen nur traumatisiert, das mit anzusehen. Ja, meinen letzten Partner habe ich bei Bausuchtfrau tatsächlich kennengelernt, 2020. Den lieben oder bösen Patrick. Ich wollte gerade sagen, lieber Patrick. Hey. Also ich sag mal so, so Narzissten, die rieche ich jetzt so 10 Meter gegen den Wind. Die brauchen gar nicht mehr ankommen. Ich hoffe, das stimmt auch. Weil es, meistens ist es doch so, wenn du für Narzissten fällst, dann fällst du immer wieder für die. Weil die sind doch so schlau, die wissen, wie sie dich manipulieren etc. pp. Da muss man erstmal hintersteigen. Und ich glaube, das ist schon fast eine Wissenschaft für sich. Ich habe wirklich viele Tiefen durchgemacht. Ich habe viel geweint, viel gelitten. Und ich habe letztendlich gemerkt, okay, es ist nicht der Mann, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, mit dem ich Kinder haben möchte. Sehr gut gemacht, Baby Scheiße, Leute. Ich habe die Fahnen vergessen. Falls ihr neue seid, hier gibt es eigentlich Fahnen. Es gibt eine grüne, es gibt eine rote, es gibt eine gelbe, es gibt eine Abo-Fahne. Nur diese Fahnen verbirgen sich dahinter. Hinter der Tür. Hinter dem kompletten Setup. Ich habe eine Idee. Moment. Hex, Hex, ich hab sie. So, also, hier sind sie, hier sind sie. Hab ja eben schon erwähnt, grün für gut. Hey! Achso, ich dachte gerade, die ist ja weiß. Ja, ist sie auch von der Seite. Bist du doof? Abo-Fahne, pink. Das heißt, ihr müsst abonnieren. Hier, fick dich, Alter. Pick me, ja. Da ist es ein bisschen streitig, weil die meisten Leute hier sind der Meinung, ich weiß nicht, was ein Pick me ist. Bin ich auch der Meinung, aber ich versuch's halt trotzdem mal immer wieder anzuwenden. Bei Männern als auch bei Frauen. Und die rote Fahne natürlich. Die rote für Red Flag verhalten. Die, ist mir ganz besonders wichtig. Ich habe was Besseres verdient und das suche ich jetzt hier. Schön. Ich habe mir immer geschworen, ich möchte auf jeden Fall junge Mutter werden. Also es darf auf jeden Fall in den nächsten, sage ich mal, 1-2 Jahren gerne passieren. Also ich gehe hier gerne auch schwanger aus dem Format. Oder 1-2 Wochen, who knows? Die sind echt übrigens, ne? Nicht, dass jemand denkt, dass die gemacht sind. Alles echt. Alles echt. Als, nur damit ihr Bescheid wisst. Also bezahlt habe ich für meinen Körper nichts. Und jetzt? Ja, also ich sag mal so, mein Liebesleben, das könnte gerade nicht flacher liegen. Aber besser ist es. Stell dir mal vor, die wird da jetzt mit der großen Liebe schon reinspazieren. Alle Frauen wollen irgendwie einen Mann, der sie so anhimmelt und so. Ich will nur dich. Aber ich sag mal so, wenn ich so einen hätte, ich glaube, ich wäre nach 2 Wochen gelangweilt. Also ich muss den auch irgendwo erobern, damit ich Bock auf den habe. Gut. Ey, ich habe euch gar nicht erklärt, was dieses Format überhaupt ist, ne? Fake Love, Make Love. Ich sag's auch immer falsch, seit Staffel 1. Aber es heißt eigentlich Make Love, Fake Love. Und hier geht es darum, dass wir hier jetzt diese Singlefrau haben, Antonia Hemmer. Und die sucht die große Liebe unter mehreren Männern. Es sind aber nicht alle von denen Single. Nee, nee. Es gibt sogar welche, die haben ihre Freundin mitgebracht in einer Parallelvilla. Sehen wir uns auch später noch an. Ich muss erstmal reinkommen in das Reden und so. Der Urlaub, ihr wisst. Die sind nämlich in einer anderen Villa und gucken auch, was da so passiert. Also die sehen das live und in Farbe, wenn da ihr Macker fremd geht. Aber Antonia weiß natürlich nicht, wer vergeben ist. Und das gilt es herauszufinden und sich im Endeffekt im Bestfall nicht für einen vergebenen Mann zu entscheiden oder noch viel schlimmer, sich in diesen Mann zu verlieben. Ich habe mich jetzt lang genug verarschen lassen und habe lang genug den Deppen gespielt. Jetzt bin ich auf jeden Fall an der Reihe und der Mann, der mich bekommen sollte, für den ich das absolute Geschenk. Ich bin der Hauptgewinn. Jackpot auch genannt, ja. Und da gibt es natürlich auch eine wunderschöne Moderatorin, die Antonia jetzt hier begrüßt und erstmal willkommen heißt. Welcome, freut mich kennenzulernen. Ebenfalls. Bist du aufgeregt? Wow, ich zitter am ganzen Körper. Zeig mal. Oh ja, oh, das ist richtig toll. Ja. Es wird natürlich auch eine wahnsinnig aufregende Zeit hier für dich werden. Ich habe dich in den letzten Monaten natürlich mitbekommen, in den letzten Jahren auch mitverfolgt. Ich habe gut gestalkt, sagen wir es doch, wie es ist. Nicht nur dich, sondern auch dich und deinen Ex-Partner. Ja. Ich möchte an dieser Stelle sagen, gut, dass es dein Ex-Partner ist. Ja. Ich würde denken, das war ein Wahnsinn. Ich fand es relativ furchtbar, wie du behandelt wurdest. Ja. Und muss auch sagen, ich finde, keine Frau der Welt sollte so von einem Mann behandelt werden. Ja. Sehr gut gemacht, Baby. Grüne Fahne, wie toll war das denn? Dass sie das extra auch nochmal so klar hier formuliert hat. Ja, es stimmt. Keine Frau sollte so einen Mann an ihrer Seite haben oder sich so behandeln lassen. Aber das ist halt wirklich das Problem mit den Narzissten, ne? Die kriegen dich in deinen Bann und dann kommst du dann nicht mehr raus. Dann kommst du dann nicht mehr. Es ist so schwer, da rauszukommen. Wie viele dieser Art von Menschen haben wir schon in so Formaten gesehen? Genug. Was ist denn mit uns? Ich denke jetzt auch, ich bin an der Reihe. Ich habe jetzt auf jeden Fall was Besseres verdient. Und jetzt ist meine Zeit.
ich wünsche dir hier, dass du die Vergangenheit da lassen kannst, wo sie hingehört. Ja. Ich werde mir Mühe geben. Ja. Ich werde mich komplett darauf einlassen. Ich freue mich auf die Männer und ich bin echt gespannt, was die nächsten Tage so passiert. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Du weißt, wie das Spiel hier funktioniert. Yes. Es ist ein Game. Ja. Es geht um sehr viel Geld. Mhm. Es wird Männer hier geben, die wollen einfach hier mal schön die 50.000 Euro abgreifen. Ja. Und zwar gemeinsam mit ihrer Partnerin. Ja. Und die Partnerin, die gucken hier zu. Mhm. Wozu erkläre ich das überhaupt alles, wenn die das nochmal so schön erklären? Weiß ich auch nicht. Aber dann will ich was anderes dazu sagen. Und zwar diese Sache mit, es ist ein Game und so. Ne? Ich finde das ja... Meine Meinung ist dazu, wer das macht, ne? Sich da anmeldet als Paar und das alles für Geld, das finde ich schon sehr verwerflich. Sehr verwerflich. Also jeder, wie er will, ne? Jeder soll machen, wie er will. Ist nur meine Meinung. Ich finde, mit der Liebe spielt man nicht. Mit der Liebe spielt man nicht. Und das, ja, ist halt alles hier ein Spiel, ne? Krass. Das weißt du auch. Das weiß ich auch, ja. Die werden alles beobachten, was ihr hier macht. Ja. Gibt es irgendwas, was du dir so überlegt hast an Taktik, Strategie? Weil du musst ja irgendwie gucken, wem traust du hier über den Weg und wem eben gar nicht. Also Bauern sind erstmal raus, das ist ganz klar. Ihr müsst auch in die Köpfe reingucken. Also ich möchte auf jeden Fall so wenig wie möglich mit Taktik und irgendwie mit dem Kopf rangehen. Ich versuche mich wirklich komplett fallen zu lassen. Und ich möchte am Ende für mich, für mein Bauchgefühl selber die richtige Entscheidung treffen. Natürlich wäre es fatal, wenn die Entscheidung dann auf einen Vergebenen fällt. Das würde mich auch, glaube ich, echt, das würde mir echt zu schaffen machen. Aber ich möchte mich einfach komplett darauf einlassen und es ehrlich am Ende mit der Person meinen, die ich für mich am besten finde. Aber ein bisschen Kopf ist doch irgendwie auch wichtig. Also ich weiß noch, letztes Jahr mit Jelis, ne? Die hatte ja dann auch mit Max und Max hatte einfach seine Freundin irgendwo tätowiert, auf der Hand oder so. Also es war richtig offensichtlich auch. Da hätte ich mal den Kopf eingeschaltet, mal nachgefragt. Wer ist denn das eigentlich? Also wisst ihr, wie ich meine, sich dann nur auf seinen Bauch zu verlassen? Weiß ich jetzt auch nicht. Man muss ja auch so Fakten miteinander vergleichen und überlegen, was erzählen die mir und da auch logisch denken. Also da kann man sich auch verplappern so. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn du geschickt bist, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, dann gelingt es dir, ich hoffe sehr, am Ende einen Single-Mann hier rauszupicken. Die tut so, ne? Als wäre das dann, wenn du auf deinem Bauch hörst und überhaupt, dann hast du auf jeden Fall die Garantie, einen Single-Mann zu finden. Keiner weiß es einfach. Ich kenne den Buben nicht, hab den noch nie gesehen. Und 50.000 Euro mitzunehmen. Ich hoffe es auch. Bist du bereit dafür? Ich bin sowas von bereit. Ich freue mich. Let's go to the city, to the flow. Dann... Es kann losgehen. Ich habe ein paar Männer ausgesucht. Immer im Doppelpack. Geil. Das finde ich jetzt richtig bescheuert, muss ich echt sagen. Also, die kommen jetzt immer zu zweit raus und dann hat jeder von denen irgendwie vorher seinen besten Anmachspruch gesagt und sie liest es vor und Antonia muss dann raussuchen, wen sie nimmt. Also, ich zeige euch mal ein Beispiel, aber das ist doch völlig bescheuert. Nehmen wir. Hier sind nämlich Nico und Dennis. Hallo Männer. Hallöchen. Hallo. Schönen guten Tag. Hallo, hallo, hallo. Hi, hallo. Morgen. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich geh pumpen. Ich mache ein bisschen Sport, ne, wie man sieht, deswegen. Hi. Oh, guck Hi. Mal. Hallo, Hi. Antonio. Das gefällt mir. Was, dass die sich anständig begrüßen? Gefällt mir auch die so bare minimum, erwarte ich hier im Reality-TV. Hallo, Antonio. Voll. Mich auch. Finde ich sehr gut. Ja. Erster kleiner Annäherungsversuch. Konntest du schon riechen? Ja, ich wollte gerade sagen, ihr riecht tatsächlich wirklich sehr gut. Das ist ein guter Start, würde ich sagen, oder? Ja, natürlich. So, ich sag dir jetzt mal, wie es laufen wird. Yes. Und zwar haben uns die Männer jeweils ihre besten Sprüche mitgebracht. Okay. Ey, schreibt mir mal bitte euren besten Anmachspruch in die Kommentare. Ich überlege mir auch noch einen. Pinne ich dann an oder so. Ich hab doch einen. Kannst du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Ein Spruch, auf den ich mich schon direkt als erstes sehr freue. Einer dieser Männer hat gesagt, das Leben ist wie eine 69-Stellung. Man bekommt, was man gibt. Dieser Spruch ist anders, als man denken könnte, nicht von Shakespeare, sondern von einem dieser Poeten hier. Also das, Spruch 1. Okay. Okay, den finde ich schon mal sowas von grottenschlecht, Alter. Also sowas von schlecht. Vor allen Dingen geht der nicht so hier wie eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man kriegt. Achso, das ist was anderes. Du kriegst nur das, was du gibst, sagt er.
Ja, ein bisschen Wahrheit ist dran, aber diese 69-Situation, die finde ich ein bisschen unnötig. Und der zweite Spruch ist, ich bin ein gefährlicher Mix aus Oldschool-Gentleman und New-School-Bad-Boy. Also ich bin ein gefährlicher Mix aus Mann mit Anstand und Fuckboy. Ganz genau, das ist doch das, was die Frauen heutzutage wollen. Also wo geht die Rechnung da auf? Guten Morgen. So, Welchen Spruch findest du besser? Ich muss sagen, ich finde beide total beschissen. Bitte die Tür auf und raus mit denen. Der zweite hat mich jetzt tatsächlich erstmal mehr abgeholt. Was? Ja. Das ist überraschend. Ja, doch. Also es muss jetzt dann nicht ganz so schnell gehen mit den ganzen Stellungen. Deswegen würde ich den zweiten Spruch doch eher bevorzugen. Wer ist denn hier der Gentleman und New School Bad Boy von euch beiden? Das bin ich. Ah, das ist Nico. Der ist auch richtig stolz auf seinen Spruch, ne? Oh, ja. Verstehe. Das heißt Dennis? Dennis, du bist der 69er-Typ. Abmarsch. 69er-Stellungen, das ist dein Leben, ja? So sieht's aus. Das ist dein Leben, ja? Kopf von der Frau ist unten, der Kopf von dem Mann ist oben. Und das ist halt einfach das Leben, ja? Wie meint der das, der Kopf von der Frau ist unten, Kopf vom Mann ist oben? 69, da liegt man doch. Kopf von der Frau ist unten. Sorry, aber da ist doch Kopf von der Frau oben. Oder bin ich bescheuert? Weißt du nicht, sag du es mir. Nico, du darfst deswegen hinter dir quasi Platz nehmen auf unserer Lovebank. Ja, sehr schön. Sie hat ein mega schönes Lächeln, schöne Kurven. Gefällt mir. Verliebt! Moin. Ich bin Nico, 27 Jahre alt, komme aus Hamburg. Ich bin ein sehr, sehr guter Mix aus Bad Boy und Oldschool Gentleman. Was ist das für ein Mix, Alter? Also nein, also ich habe Respekt, aber dann habe ich auch wieder keinen. So mit Casanova alter Schule. Ja, ich lass nichts anbrennen. Ey, wisst ihr, an wen der mich ein bisschen erinnert? An Jannis. An Jannis, zu schnell, zu schön, sei doch einfach ehrlich, oder? Ich steck nicht in dir. Wenn ich etwas will, dann hole ich mir das. Wenn ich etwas will, dann mache ich einfach nur das Hemd auf, bam. Die Weiber liegen mir zu Füßen. Ich war noch nie so richtig verliebt. Ich stehe auf temperamentvolle Frauen. Und was mir auch ganz wichtig ist, dass sie ein Familienmensch ist. Sorry, aber ne, wenn jemand sagt, ich war noch nie so richtig verliebt, ist ein bisschen für mich Red Flag. Ein bisschen schon. Als ob der nicht mal irgendwann verliebt war, einen Heartbroke hatte. Jetzt mal ganz im Ernst. Verarscht doch wen anders so. Hier, jetzt habt ihr ja gesehen, der eine muss los, weil der sitzt jetzt erstmal auf der Ersatzbank, aber es ist eigentlich absolut belanglos, weil natürlich wird er in der Villa bleiben. Also es ist jetzt nicht so, dass es vielleicht irgendwie die Möglichkeit besteht, dass er uns verlässt gleich. Deswegen verstehe ich das auch nicht mit den Sprüchen hier, bin ich ehrlich. Wir fassen die beiden so auf den ersten Blick. Ja, sehr nett, also süß. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass solche Sprüche direkt kommen. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal positiv überrascht. Und wie haben sie jetzt gewonnen? Sehr gut. Ich kenne den Duft tatsächlich auch. Also zum Glück auch keiner meiner Ex-Partner hatte den Duft. Aber ja, sowas ist furchtbar. Das ist schlimm. Wenn er entweder genauso heißt oder auch genauso riecht, das wäre jetzt wirklich auch ein No-Go. Ich weiß nicht mal, wie der Bauer hieß. Mir fällt es einfach nicht mehr ein. Und ich weiß auch nicht mal, wie er riecht. Ja gut, wahrscheinlich wie ein Bauer. Nein, natürlich nicht. Ich bin jetzt ein bisschen gemein, weil ich den halt einfach nicht mag, ne? Aber nichts gegen Bauern. Ihr seid toll. Ihr seid wirklich toll und ihr riecht auch super. Hallo. Hi. Hi. Hallöchen. Hallöchen. Das erinnert mich an Hallo. Und ansonsten geht nichts. Haben eure Freundinnen euch die Klamotten rausgelegt? Bei mir war es die Mama. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Aha. Also keine Freundinnen? Nein. Okay. Okay, sieht der jetzt vergeben aus? Sieht der Single aus? Sieht erstmal unschuldig aus, ja. Ne? Aber den Rest musst du rausfinden. Oh, ja. Aber ist eigentlich auch schon mal geil, jemanden so direkt in die Fresse zu fragen, hast du eigentlich eine Freundin? Also da musst du ja schon dann wirklich hammerhardcore lügen können, ne? Weil ich würde dann so... Nee? Wie man halt so schlecht lügt. I'm a good girl. Man sieht es halt niemandem an. Man sieht es wirklich niemandem an. Naja, Ehering und so kannst du ja vielleicht noch sehen. Obwohl. Also wie gesagt, Max hat sein Tattoo einfach gelassen. Tabula rasa. Kennt man die Antonia von irgendwoher? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die spielt Tennis ein bisschen oder so, glaube ich. Ist das nicht die Kunikova? Die berühmte Tennisspielerin? Sie könnte aber auch eine Tennisspielerin sein, ne? Sieht schon ein bisschen so aus. Sportlich, lange blonde Haare. Das haben sie doch alle, die Tennisspielerin. Willkommen. Hallo. Hi, schön. Hi, Antonia. Hi. Freut mich, Xander. Vom Typ Frau ist sie auf jeden Fall, gefällt sie mir. Hola. Ey, der, ne? Erinnert mich ja sowas von an Gustav. Also das ist ja nicht mehr feierlich. Bullren.
Komm, ich gebe dir ein geiles Getränk. Ich bin Okan, 28 Jahre alt, komme aus München und bin gelernter Versicherungskaufmann. Der ist jetzt auch, der hat einen schlechten Spruch, muss auf die Ersatzbank, ne? Ich bin seit ungefähr 4 Jahren Single. Bisschen entspannterer Gesichtsausdruck beim Tanzen, Okan, würde ich da empfehlen. Also ich stehe so auf diese Sanduhrfigur sozusagen. Sie darf schöne Brüste haben, sie darf einen schönen Arsch haben. Aber mir ist ganz wichtig, dass sie ein hübsches Gesicht hat, weil ich schaue ihr immer ins Gesicht. Und habt ihr verstanden, ne? Also wenn ihr die Kohle übrig habt, investiert sie nicht erst in Arsch und Brüste, sondern erst das Gesicht, Leute. Nicht auf den Arsch die ganze Zeit. Die Single Lady darf gerne eine Barbie sein. Dann solltest du aber auch ein Ken sein. Wo? Ich hasse Lügen. Ich hasse Untreue und mir ist es wichtig, dass meine zukünftige Frau mit mir offen kommunizieren kann, weil ich denke mal, das ist der Schlüssel eben zu einer perfekten Beziehung. Aber wenn der jetzt da schon sitzt und sagt, ich hasse Lügen und alles, ne, dann denke ich mir, gut, dann wird das keiner sein, der vergeben ist. Weil das spricht ja eigentlich dann komplett gegen seine Prinzipien. So. Kennt man die irgendwo? Ja? Ich weiß, wer sie ist, ja. Tennisspielerin? Nein, nein. Aber dass sie die nicht kennen, die hat doch eben 5 Formate aufgezählt, wo sie mitgemacht hat. Also für mich ist sie sowas von Promi. So, wo darf ich den Platz nehmen? Ich glaube, ich setze mich wo einfach mal möchtest. Hier so schön in die Mitte. Ach, Männer, nee. Ihr seid wahrscheinlich genauso aufgeregt, oder? Also ich glaube, der, wo nicht aufgeregt ist, der lügt heute. Der wo, das sagt man. Ist das deutsch? Nee, ne? Du! Gerade du! Wollt ihr mir ein bisschen was von euch erzählen? Also ich komme aus Hamburg und bin 27 Jahre alt. Ja. Gelernter Fahrzeuglackierer. Aber Fingernägel kannst du nicht anmalen. Ich bin müde, vielleicht sogar da, wer weiß. Ja, cool. Geil. Guck mal, da könnte auch sagen, bah, Fingernägel anmalen, das ist nur was für Mädchen. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall positiv und könnte ich mir durchaus vorstellen. Also ich bin Alexander, ja. Spitzname, normalerweise Alexander. Habt ihr schon mal jemanden gehört, der Alexander heißt und sich dann Xander nennt? Das ist brutal provokant. Ah, okay. Bin 26, komme aus München und arbeite in der Gastronomie. Also ich denke, dass der Vibe zwischen mir und Antoni auf jeden Fall da ist. Der sieht auch so ein bisschen aus wie einer, der im Zweiten Weltkrieg-Film mitspielen könnte, wenn ihr versteht, was ich meine. Halt wie Gustav. Nicht normal, Alter. Genau. Schon von den Blicken her ein bisschen. Und ja, sonst den Rest muss man dann sehen und erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Und du, wo kommst du her? Ich wohne in Hannover. Ich komme aber ursprünglich aus Bamberg, aus dem schönen Frankenland und wohne jetzt aber seit 6 Jahren in Hannover. Okay. Ich wohne auch mit meiner Mama zusammen. Ach, war das cool. Wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis. Dream Team. Aber guck mal, ich finde das so süß. Also, die wohnen mit ihrer Mama zusammen. Da sage ich erstmal grüne Fahne. Weil warum sollte man denn alleine wohnen, wenn es zu zweit schöner ist? Und genauso finde ich das halt auch bei Männern, wenn die noch bei ihren Eltern wohnen oder bei ihrer Mama wohnen. Das wird hier ganz oft in diesen Reality-TV-Formaten als was ganz, ganz Schlechtes ausgelegt. Und das finde ich sowas von traurig. Oh. Da stand jetzt Recording Stop. Und der Akku ist gleich leer. Also, ich raste aus. Das sage ich euch. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, bei Männern ist es halt immer direkt so, der wohnt noch mit seiner Mutter. Voll uncool. Es gibt so viele Kulturen, wo das ganz normal ist. Da ziehst du erst aus, wenn du wirklich heiratest. Und ich finde das auch gar nicht schlimm, so zum Beispiel bei Calvin auch, der wohnt ja auch noch bei seiner Mutter, da weiß ich, der ist da hingezogen, weil es die Mutter einfach schön fand. Also ich will jetzt nicht zu viel Privates erzählen, aber ein bisschen auch aus ihr zuliebe und dass sie nicht allein ist und ich finde das toll. Also ich finde das wirklich gar nicht verwerflich, wenn Leute mit ihren Eltern wohnen. Das ist aber so ein Ding, ne? So ein Ding anscheinend. Klar, wenn du dann da nebenbei super unselbstständig bist und den ganzen Tag zu Hause rumharzt, ja, dann ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ist doch schöner, in eine Wohnung zu kommen, wo jemand auf dich wartet, als ganz allein dann in deiner Wohnung zu sitzen. Ach, keine Ahnung. Wie seht ihr das? Sie ist ein Familienmensch und das passt ganz gut zu meinen Ansichten. Nico hat mich extrem oft angeguckt. Jedes Mal, wenn ich zu ihm geguckt habe, hat er mich angeguckt. Und das fand ich schon so ein bisschen süß, ja. Wir haben noch einen Hund. Seid ihr auch tierlieb? Habt ihr Tiere? Nee, leider nicht. Nee, leider bin ich nicht tierlieb, also ich esse sie auch sehr gern und ich hasse sie. Aber ich liebe Hunde über alles. Ja, also so meint er. Also irgendwann hoffe ich, dass ich auch einen habe, aber jetzt leider zurzeit nicht, nee. Wenn bei mir an meine Familie gedacht wird oder auch an meinen Hund, dann ist es, dann hast du echt schon gefühlt halb mein Herz gekauft. Ah, man kann ihr Herz also kaufen. Ah, truth or dead. Ja, Wahrheit oder Pflicht. Ja. Wahrheit oder Tod wohl eher, wenn es truth or dead heißt. Solche Spiele finde ich super. Ich finde, die lockern auch mal extrem die Runde auf. Das heißt, ihr seid alle bereit? Yeah. Klar, wir sind doch hierher gekommen zum Lügen. Dann lass uns dir mal zeigen, was wir so können. Meint ihr, da ist schon einer irgendwie vergeben von denen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch immer, wenn ihr irgendwie so Ideen habt oder irgendwie
Ein Gefühl. Ich möchte es doch wissen. Mach mir ein Kompliment. Dein Kleid passt sehr schön zu deinen Füßen und deinen Schuhen. Dein Kleid passt sehr schön zu deinen Füßen. Sehr gut gemacht, Baby. Ohne Skrupel. Wirklich, das würde ich gerne von dir wissen. Wirklich auch komplett ehrlich. Also jetzt einmal kurz den Schalter umlegen und einmal kurz wirklich ehrlich sein. Wann hattest du das letzte Mal Sex? 3,5 Wochen. Aber guck mal, wenn der jetzt eine Freundin hätte, dann würde der nur locker gestern nochmal gebumst, bevor es dann die große Trennung gibt. Und der soll jetzt komplett ehrlich sein. Der sagt doch jetzt nicht ja gestern. Und dann sagt die, ja, hast du eine Freundin? Nee, ich habe hier noch ein paar Scheinchen und dann zum Hafen runter. Oder was? Aber war nur eine Einmalsache? Hin und wieder mal. Lieber er sagt so, als dass er sagt, ach, ich bin jetzt seit 4 Monaten, hatte ich keine Frau mehr und guck auch nichts mehr an. Und wie geht es dann nach der Show weiter? Ich denke, das hat keine Zukunft. Okay. Hä, wieso lieber so? Als kann doch auch sein, dass ein Mann seit 4 Monaten keinen Sex mit irgendeiner Frau hatte und period. Also, weiß ich ja nicht. Es kann auf jeden Fall endlich mal wieder was Ernstes in mein Leben treten. Deswegen bin ich hier. Aber da muss er ja auch was Ernstes sein. Also nein, es muss was Ernstes in mein Leben treten. Mach mit mir Händchen halten einen kleinen Spaziergang. Boah, du hast Jackpot gezogen. Ja, sei doch so froh. Das passt zu mir. So, deswegen musste ich auch so schmunzeln. Na gut, okay. Komm, gehen wir. Wohin führst du mich denn? In den Boom Boom Room. Den gibt's da leider nicht. Was soll der Scheiß? Also für mich ist das ein absolutes No-Go. Komm, wir schauen noch einmal deinen Launch an. Ja, okay, dann gucken wir uns das einmal an. Tschüss, Jungs. Bye-bye. Yes, Baby. Gute 2,5 Jahre bin ich Single. Also da habe ich wirklich schon ordentlich Gas gegeben, auf jeden Fall. Der erinnert mich komplett an Gigi. Wie der redet, die Art und Weise, wie der guckt, seine Art und Weise zu gestikulieren. Gigi. Hast du Blatt auf Papier? Ja, also ich bin ein selbstbewusster Mensch. Ab und zu fühle ich mich so geil. Wie ab und zu fühle ich mich so geil? Was soll das bedeuten? Ich fühle mich auch ab und zu so geil. Und das ist doch wichtig im Leben, dass man sich ab und zu so geil fühlt. Heute fühle ich mich gar nicht geil. Wisst ihr, ich hatte die letzten 3 Tage, 2, auch Magen, Darm und so ganz über dem Darm bin ich noch nicht. Ich habe ja auch meinen ersten Kaffee. Der ist aber ohne Koffein, weil da würde ich sofort über der Schüssel hängen. Aber irgendwie, es löst auch was aus. Aber ich sag mal so, no risk, no fun. Das ist mein Motto. Wenn ich wirklich sage, ich will eine Frau kennenlernen und ich sage mal so über die Nacht, ich sage, gute 70-80%, ja. Ist gute Quote, ja. 70-80% kriegt der dann safe oder was? Na, der weiß einfach, wen er da ansprechen muss. Der sucht sich die 18-Jährigen. Ach komm, Paula, sei nicht so gemein. Also kann man sich nicht beschweren. Also ich sage immer, wenn man kämpft, dann kriegt man es am Ende des Tages irgendwie. Irgendwie, egal wie. Ist das ein Manipulator? Ist das vielleicht ein Narzisst? Ich muss sagen, eigentlich finde ich ihn bislang ganz nett. Der soll sympathisch sein, lachen, einigermaßen groß, schön lange Haare. Ey, der will eine einigermaßen große Frau, das habe ich auch noch nie gehört. Was heißt denn einigermaßen groß? Also mindestens 1,50 sollte sie schon sein, oder was? Locken sind auch manchmal attraktiv. Wenn ich 1,8 Promille habe, dann sind sie noch attraktiver irgendwie. Okay, hat er so einen Kink auf Locken, aber erst wenn er 1,8 Promille hat, oder was? Wie soll ich das verstehen, Nico? Nee, der heißt nicht Nico, ne? Namen muss ich nur üben. Warst du auch schon mal richtig verliebt? Jeder sagt Party, Marty. Aber so, wenn ich lieben tue, dann richtig brutal. Also meine Ex habe ich schon sehr gut geliebt, sage ich mal so. Aber du wärst auf jeden Fall auch trotzdem jetzt bereit. Ja, natürlich. Jetzt hatte ich gute 2,5 Jahre Trennungsphase. Natürlich bin ich auch jedes Wochenende feiern. Wisst ihr, was ich ein bisschen komisch finde? Na gut, vielleicht nehme ich es auch zurück, weil sie guckt gerade in die Sonne. Aber er nicht und er hat eine Sonnenbrille an. Was soll die Scheiße? Frage ich mich. Sag ich dir ehrlich, ja, ja. Aber nur mit deinen Jungs oder hast du noch was mit Frauen? Ich habe dann nur was mit meinen Jungs. Ich glaube, er geht mir. Ich gehe mit meinen Jungs hin. Mhm. Und kommst mit einer nach Hause. Ah, das ist Gigi. So richtig italienisch. Vielleicht auch mal mit 1, 2, 3. Antonia, ich setze mir da keine Grenzen bei den Weibers. Das ist nochmal so schlimm, ne? Okay. Ja gut, aber also du bist Single, du kannst machen, was du willst. Also hoffen wir es mal, ne? Aber jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich brauche eine Traumfrau. Jetzt brauche ich eine Traumfrau. Was ist denn eine Traumfrau? Ach Mann, und was waren die Frauen vor dieser Traumfrau? Also heißt doch eigentlich, dass alle Frauen, die er davor hatte, die hat er nicht so wertig gesehen. Und da denke ich mir schon wieder... Was ist das?
Ich bin positiv überrascht von Dennis. Ich glaube immer noch, dass er so eine Fassade vor sich aufgebaut hat und deswegen vielleicht immer diesen Unterhalter spielt. Aber ich finde auch, dass er dann in dem Gespräch sehr offen und normal gesprochen hat und vor allem auch sehr ehrlich. Normal gesprochen hat, da muss ich lachen. Aber wisst ihr, was ich halt voll oft so denke bei Leuten, die so eine krasse Fassade haben, dass denen das Selbstbewusstsein fehlt. Und das ist ja auch völlig okay, aber sie ist ja eigentlich eine Person, die einen Mann mit Selbstbewusstsein sucht. Aber wenn du so eine starke Fassade hast und dann musst du die immer erstmal wieder einbrechen und so, das spricht halt nicht dafür, dass man ein großes Selbstbewusstsein hat. Ich habe eine Frage. Vielleicht kannst du mir antworten. Wer hat diese Frau ins Gehirn geschissen? Gib mir deine wunderschöne Hand. Hat mich gefreut. Gib mir lieber deinen wunderschönen Fuß, der so gut zu deinem Kleid passt. Das ist ja Riesenhände. Mir ist ja alles groß. Wow. Genau. Irgendwie hat er auch sowas, ich will nicht sagen sowas Dreckiges, aber irgendwie so leicht dirty finde ich auch irgendwo sexy. Alles klar, Antonia. Glaub, an dem könnte ich auch Interesse haben. Käme für euch eine offene Beziehung in Frage? Nee, gar nicht, nein. Käme für mich auch echt nicht in Frage. Ja, dann muss ich mir auch gar nicht zusammen sein. Ja, eben, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann wirklich auch so, dass ich sage, boah, den möchte ich irgendwann heiraten, mit dem möchte ich Kinder haben. Und nicht so, guck mal jetzt einfach mal, was kommt, weil dann brauche ich auch keine Beziehung. Ich glaube, da werden ein paar von euch ausflippen, dass sie sowas hier sagen. Weil man kann natürlich auch verheiratet sein, Kinder haben, alles mit einer Person planen, eine ganze Zukunft, aber trotzdem parallel immer mal wieder andere Partner haben, die einem gar nichts bedeuten oder. Es gibt ja verschiedene Modelle, wie man sowas leben kann, aber das scheint denen anscheinend noch nicht zu Ohren gekommen zu sein. Sehr schön, du willst Kinder haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir immer geschworen, ich möchte junge Mutter werden. Wie kann man sich schwören? Sorry, Leute, ihr könnt das bitte machen mit eurem Leben, aber niemals würde ich mir diesen Druck machen und mir schwören, ich will junge Mutter sein. Oder mit 20 Jahren Millionär. Ja gut, das habe ich mir geschworen, habe ich nicht erreicht. Aber dann vielleicht in den 30... Gut, auch vorbei. Aber wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, warum sollte man sich diesen Druck machen? Warum sollte man in seinen 20 Jahren ein Kind kriegen? Kannst du auch in den 30ern ein Kind kriegen? Du weißt doch überhaupt nicht, wie dein Leben läuft. Ich muss sagen, ich habe diesen Druck gar nicht, ne? Gar nicht. Also ich habe auch das Gefühl, mit 20 fühle ich mich genauso wie mit 30 und da ist kein Unterschied und also mittlerweile ein bisschen kommt es hoch, ne? Aber ich würde schon gern nochmal so 10, 15 Jahre kinderlos sein, aber dann geht's auch nicht mehr. Also es ist so, einfach gucken, wie es könnt, oder? Es könnt, wie es könnt und es hätte noch immer Jodje Jange. Aber was heißt für dich jung? So auch schon so in den nächsten 2-3 Jahren, könnte ich es mir vorstellen, okay. Ja. Eigentlich hat sie eben noch gesagt 1-2 Jahren oder den nächsten 2 Wochen, aber sie will ja wahrscheinlich auch niemanden verschrecken. Hat jemand von euch ein Kind schon? Mhm. Nee. Ich wollte immer mit so bis 25, 26 wollte ich auch immer Kinder haben, aber da hat halt die passende Frau einfach gefehlt. Aber er war der passende Mann dafür, oder was? War das nicht auch so einer, der eben gesagt hat, er lebt sein Leben und bla 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 und jetzt langsam hat er mal Lust auf eine feste Beziehung? Okan, du machst mich fertig. Mhm. Das habe ich mir auch immer gesagt. Gesagt, bevor ich ein Kind bekomme, dann kaufe ich mir zuerst eine Schildkröte. Sorry, das klingt jetzt so lächerlich, aber er hat doch recht. Kauf dir vielleicht erstmal ein Tier und guck, ob du dich darum kümmern kannst. Also ein Tier ist auch kein Testobjekt, ne? Aber ich habe letztens nochmal gehört von einer, die ist Mutter geworden und die hatte schon parallel auch einen Hund, auch als Welpe gehabt und so. Und die meinte, es ist halt klar was anderes, wenn du ein Kind hast, aber es ist auch schon so ähnlich wie ein Hund zu haben, weil ein Hundewelpe, da musst du auch 24/7 nachgucken und ständig mit dem rausgehen und pipapo. Also es ist auf jeden Fall ein Lebewesen, um das du dich dann auch permanent kümmerst. Und dementsprechend finde ich das gar nicht so dumm, was der hier sagt. Alles, was du gesagt hast, hat für mich, meinen Augen, meine Meinung, absolut gar keinen Sinn. Das heißt, wir müssen uns erst eine Schildkröte kaufen, bevor wir ein Kind bekommen. Ja, Schildkröte, bisschen füttern, bisschen so. Das Zeug dafür reicht. Aber der denkt wahrscheinlich auch, Kind ist bisschen füttern, bisschen so. Ganz viel Spaß mit der zukünftigen Mutter seiner Kinder. Oh, die Arme. So sieht's aus. Da sind sie. Sehen sie aber wirklich alle gut aus, so, ja, oder? Ehrlich sein. Also, da hat sie kurz ein bisschen gelogen. Ne? Ich finde das Foto vom Zander zum Beispiel. Nee, es ist wirklich herzallerliebst. Aber ansonsten sind ein bisschen wenig Boys. Ne? Da muss noch ein paar kommen, weil eigentlich war die Wand sonst voll. Ich glaube, 9 hingen da mindestens. Wir haben wirklich einen Eisladen. Fangen wir doch mal bei Nico an. Ja. Ja, Nico ist auf jeden Fall auch eine schöne Erscheinung, super hübscher Mann, groß, bisschen tätowiert. Ja, und da hat mir tatsächlich auch am Anfang wirklich viele Blicke zugeworfen. Das habe ich auch gemerkt, ja. Gefällt dir das? Ja, mag ich. Ich finde das komisch, dass die anderen ihr irgendwie anscheinend keine Blicke zugeworfen haben. Hallo, Vollgas, Junge. Warst du mal beim Optiker? Was sagen wir jetzt zu Dennis?
Dennis ist auch so eine Hausnummer, ey. Also Wahnsinn. Aber ich glaube, dass der auch wirklich einen ganz weichen Kern hat und dass man von dem auch irgendwie noch so ein bisschen die nächsten Tage was herauskitzeln kann. Was sagst du über Manuel? Wie ist dein erster Eindruck? Ich glaube, von dem können wir auf jeden Fall noch einige Einspieler herauskitzeln, weil der sagt lustige Sachen. Willkommen zurück. Entschuldigt bitte die kleine Unterbrechung und den Wechsel der Optik. Ja, die Kamera hat es leider nicht geschafft. Der Akku hat leider nicht gehalten. Er hat ungefähr eine halbe Stunde gehalten. Jetzt frage ich mich, liegt es daran, dass es eine gebrauchte Kamera ist? Keine Ahnung. Habe ich da nicht extra einen neuen Akku für gekauft? Ich glaube ja. Egal. Dieses Problem, das werde ich alles lösen bis zum nächsten Video. Aber damit ich jetzt hier nicht 5 Stunden warten muss, bis der Akku wieder vollgeladen ist, um dann eine halbe Stunde zu drehen, um dann wieder 5 Stunden zu warten, bis der Akku vollgeladen ist, machen wir jetzt so weiter und ich hoffe, das ist okay. Nächste Folge gibt es dann wieder babamäßige Qualität. Ich hoffe, man sieht überhaupt den Unterschied. Nachher sitzt sie da so, hallo, sieht alles gleich aus, Paula, was laberst du? Kann natürlich sein. Ja, bei Manuel, den kann ich bis jetzt von allen tatsächlich noch am wenigsten einschätzen. Wie kommt's? Ich glaube, er ist sehr, 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 sehr schüchtern. Würdest du denn eher denken, so ein Dennis ist vielleicht eher Single und Manuel, der vielleicht ein bisschen schüchterner ist, vergeben? Ja. Machen wir mal weiter mit Okan. Wäre wahrscheinlich, wenn ich ehrlich zu dir bin, im echten Leben kein Mann, den ich jetzt sofort so sage, ich, boah, geil, okay, den muss ich jetzt sofort kennenlernen. Mhm. Aber ich bin sehr, sehr positiv von ihm überrascht. Gibt es Männer für euch, die ihr seht, wo ihr denkt, boah, geil, den muss ich sofort kennenlernen? Also, mir würde jetzt nicht einfallen, wie dieser Mann denn aussehen sollte. Da bin ich doch ganz ehrlich, der muss einmal das Maul aufmachen und dann muss ich einmal Stimme hören und wie der redet, was der redet. Dann könnte da vielleicht ein vaskuläres Pochen auftreten. Andererseits, ihn nur zu sehen, das würde bei mir nichts auslösen. Ganz ehrlich. Du bist ja wirklich maximal frech und dreist. Ich möchte auf jeden Fall auch noch mehr über ihn erfahren. Da bin ich gespannt, was auf jeden Fall da noch die nächsten Tage kommt. Ja, wir sind gespannt. Nee, was sagen die nochmal? Die Omis und Opi, egal. Wow. Schämst du dich nicht, Mann. Schämst du dich nicht. Sandra. Würde jetzt wahrscheinlich optisch so am meisten in mein Beuteschema passen. Sorry, aber dieses Foto von Xander ist doch wohl sowas von hässlich. Sowas von hässlich. Das sieht aus, als hätte er einen H2OKOPF. Bei dem bin ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz sicher. Der ist zwar auch offen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der auch eine Freundin hat, ehrlich gesagt. Oh, okay, die denkt, der ist vielleicht auch vergeben. Also ich muss sagen, ich kann ihm halt nicht so richtig vertrauen, weil er aussieht wie Gustav. Und da kann er nichts für, aber da schlagen bei mir die Alarmglocken rot. Ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich kriege einfach Panik. So, dann haben wir noch hier unseren Mann Nummer 6, nämlich Julian. Ah, Julian. Boah, da war ich jetzt auch tatsächlich echt lange, habe ich auch gedacht, okay, der ist bestimmt vergeben. Warum? Ja, weil er auch so ein süßer Schwiegermutters Liebling, Bubi, ist auch so ein bisschen zurückhaltend wie Manuel. Ich glaube, nee, dem steht so eine Beziehung, steht dem schon gut. Und würde er dir auch gut stehen? Bis jetzt würde ich sagen, könnte der mir auch gut stehen. Krass, okay. Also sie denkt, Julian, Xander und Manuel haben eventuell eine Freundin. Schrägstrich Freund, die können auch einen Freund haben, ne? Also da ist alles möglich. Ah, wie Schneewittchen. Wie von Leonardo DiCaprio gezeichnet. Alter, also wie Schneewittchen macht schon mal gar keinen Sinn. Wie von Leonardo DiCaprio gezeichnet macht auch gar keinen Sinn. Aber ich lieb's. Antonia! Kommst du mal bitte? Ich bin schon immer gut aufgeregt, wenn irgendwas kommt, ne? Liebe Antonia, dein Liebesabenteuer bei Make Love, Fake Love hat gerade erst begonnen und schon wartet eine nächste heiße Überraschung auf dich. Was sind denn diese wunderschöne haarige Oberschenkel? Das macht mich ja ganz wuschig. Was soll diese Kameraführung? Begebe dich jetzt auf die Sternenwarte und schau, was die Nacht für dich bereithält. Habe ich jetzt ein Date? Mit einem Unbekannten? Oh Gott, Leute. Ich bin doch schüchtern. Ich finde die geil. Und oh, jetzt zitter ich schon wieder. Hat sich schlotternde Knie bekommen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Hallo. Hallo. Hi. Marcel, hi. Hi, Marcel, Antonia. Ah, hallo.
Hi. Ja, oh mein Gott. Hallo, mein Gott, du hast mich aber ganz schön überrumpelt, du. Marcel ist auf jeden Fall auch so ein typischer Sunnyboy. Blonde Haare, blaue Augen, strahlend weiße Zähne, ein bisschen braun gebrannt, Tattoos. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss man ganz klar sagen. Was für eine Frau denn mehr? Oh mein Gott, ich bin gerade, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin ein bisschen schockiert von seiner Frisette. Also da muss ich echt sagen, wie kann man denn den armen Mann einfach nur oben die Platte da blondieren? Überhaupt kein Übergang, nichts. Also das sieht ja sowas von gefärbt aus, wie ein Pinsel einfach mit oben ein bisschen gebleached. Das ist doch sowas von hässlich. Das ist doch echt gemein, Alter. Gut siehst du aus. Gleichfalls. Danke. Kann ich nur zurückgeben. Mein erster Eindruck von ihr war eine sehr, sehr hübsche und sympathische Frau. Aber eigentlich können sie sich auch dann Silbershampoo teilen. Von daher vielleicht doch nicht so verkehrt, der Typ. Erzähl ein bisschen was über dich. Ich komme aus Lippstadt. Lippstadt, Liptown City, Alter. Grüße gehen raus an alle Lippstädter. Essie kommt auch aus Lippstadt, die, mit der ich einen Podcast mache. Deswegen, also wenn du aus Lippstadt kommst, egal was du dir sagst, du warst in der Stadt, oder du sagst eine deutsche Stadt, der sagt die immer näher Lippstadt. Weil alles ist näher Lippstadt. Das ist so eine halbe Stunde von Bielefeld entfernt. Ach cool, ich komme aus Hannover. Ah, ist ja gar nicht so weit. Ja. Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Ich habe keine Freundin. Aber guck mal, der hat gelacht, der lügt und lacht. Nein, der lacht, weil die auch lacht, aber keine Ahnung. Wenn er sagt, ich habe keine Freundin, da hätte ich erstmal ernst geguckt. Hätte ich geguckt, warum lachst du, warum ist das lustig? Und dann gucken, wie der weiter agiert. Die hat sich voll drauf eingelassen. Lacht sie mit. Antonia, wie wollen wir da rausfinden, wer vergeben ist und wer nicht? Von außen sieht es immer so einfach aus. Aber es ist es nicht. Du wohnst also ganz alleine auf dem Dorf in Lippstadt. Ja, wenn man sie ansieht, da funkeln ihre Augen sehr, sehr schön. Das ist ja sehr gut anzusehen. Okay. Sie ist schon ein sehr, sehr heißer Feger, auf jeden Fall, ja. Machst du viel Sport? Voll. Ja? Ja. Jeden Tag? 5-mal die Woche, ja. Okay. Sie so, abturn. Weil man geht ja von morgens bis abends, wenn dann ins Fitnessstudio. Jemand, der 5-mal die Woche Sport macht, der benutzt den ganzen Tag zum Sport machen. Finde ich scheiße. 5-mal die Woche, okay. Na gut, du kannst ja auch einmal aussetzen oder einmal mit mir zusammen Sport machen. Natürlich. Okay, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass du da so voll dein Fitness... Nein, gar nicht. Film also ich muss auch sagen, klar, ich betreibe Fitness so, aber wenn ich Bock auf Pizza, wenn ich Bock auf Döner habe, dann hole ich mir Döner, Pizza, sehr alles gut. Mögliche. Okay, gut. Ach so, meint die. Dann kann ich nicht richtig mit dem Essen alles pipapo. Ja, das verstehe ich. Das wäre abtören. Keine Gnade, keine Gnade. Das klingt sehr gut. Da bin ich entspannt. Das ist nämlich auch wichtig. Also ich finde, Liebe geht durch den Magen. Das stimmt. Und auf jeden Fall gehört auch ein Döner dazu. Ja. Okay. Weil das ist bekanntlich sehr, sehr gutes Essen. Das wissen wir ja. Antonia hat auf jeden Fall Traumfrau-Potenzial. Sie ist sehr bodenständig, sie ist locker drauf. Woher weiß er, dass sie bodenständig ist? Der hat die gerade eine Minute gesehen. Also genau das so, was ich halt suche. Was gibt's Schöneres? Einziehen, oder? So ein schönes Date zu haben? Oder? Also ich sag mal so, das ist auf jeden Fall eins mit der schönsten Dates, die ich auf jeden Fall hatte. Cool. Bislang hatte sie halt noch keins. Und dann mit dir direkt, ja, Wahnsinn. Ich sehe gut aus, ich habe ein charmantes Lächeln, ich habe gut aussehende Augen. Gut, dass er eine Augen hatte. Also, das habe ich auch noch nie gehört. Die Jungs haben ja alles. Die haben einfach alles. Weißt du, da passt Antonias Kleid zu den Füßen. Er hat wunderschöne Augen. Nee, das hat er gar nicht gesagt. Aber das ist doch wirklich Wahnsinn. Hier lernst du was fürs Leben. Ich bin manchmal offen, manchmal schüchtern. Ja, immer so ein Mischmasch. Manchmal offen, manchmal schüchtern, immer ein Mischmasch. Alles klar. Alles klar. Du, das ist doch gar kein Problem. Everything is possible. Meine Fresse, Junge. Meine längste Beziehung war jetzt die letzte. Die ging 3,5 Jahre. Also die geht immer noch, aber nein, die geht 3,5 Jahre? Irgendwie kommt er mir ein bisschen verdächtig vor. Und seitdem bin ich auch Single. Das Romantische, was ich jemals gemacht habe, war ein Heiratsantrag an Silvester. Siehst du, der hat einen Heiratsantrag gemacht. Als ob der nicht mit der jetzt verlobt ist und die da in der Villa sitzt. Also in der anderen und sich den ganzen Schmarrn hier angucken muss. Und meine damalige Ex-Freundin. Und wir befragen jetzt zuerst mal den neuen Typen, ja? Gerne, mach. Schieß los. Hi Marcel, wie heißt du? Der hat Humor und das auf eine Art und Weise, das ist doch genau meins. Und was sagt deine Freundin, dass du jetzt gerade hier bist? Ich hab keine. Echt? Seit 3 Jahren Single. Guck mal, wie der lacht und da nicht hingucken kann. So ein Mann kann eigentlich nicht Single sein, ne? Warum? Weil der so gut aussieht, ne? Wegen der Sunnyboy. Aber ich finde, ein Sunnyboy kann nicht gefärbte blonde Haare haben. Das ist für mich kein Sunnyboy. Also so schlecht gefärbt auch noch.
würdest du die wenigstens so färben, dass es von der Sonne geküsst aussieht. Ja, als wäre er wirklich öfter surfen gewesen und die Sonne hätte ihren Teil gemacht. Ja, aber da, das ist einfach zack abrasiert und dann siehst du seinen Naturton und das macht für mich gar keinen Sinn. Warum? Ich versteh's nicht. Geht da jemand noch ins Stadion? Ja, ich ab und zu. Ja. Wärst du eine, die mitkommt? Wärst du so eine, die mitkommt? Er wusste ja, Leverkusen Platz 1. Leverkusen. Ja. Schön. Schönes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Also ich halt. Wurst essen bestimmt, ja, gell? Zum Beispiel. Ich würde eine schöne Currywurst oder sowas essen. Und schön helles Bier trinken ja. Nebenbei. Nee, um Gottes Willen. Natürlich komme ich mit. Natürlich komme ich mit, um Gottes Willen. Ich mache doch alles für meinen Mann. Antonia, das wollten wir mal ein bisschen abstellen, dieses Verhalten. Du hast gesagt, du wirst mitkommen? Ja. Kommst du mit mir mit? Ja, natürlich. Und quatschen? Ja, klar. Komm. Sehr gerne. Der Okan, der weiß, wie es läuft. Okan hat das klug gemacht, hat die Chance ergriffen. Darauf habe ich mal endlich gewartet. Immer aufs Bett am besten. Das hat es aber auch ordentlich laut gesagt, damit die Jungs da hinten auf den billigen Plätzen das auch schön hören, oder? Ja, sehr gerne. Einer von uns allen muss ja mal den ersten Schritt machen. Und wenn es die anderen nicht machen, dann bin ich der Richtige dafür. Also, das finde ich wirklich eine Unverfrorenheit. Der sitzt da ohne, oben ohne, ne? Da geht es bei mir schon los. Da geht es bei mir schon los, ja? Wird deine Frau oben ohne sitzen, zensiert. Und dann spielt er auch noch so mit seinen Reizen, macht die ganze Zeit iu. Ich kann das auch, aber man sieht es hier nicht, ne? Brutal provokant. Hat mich natürlich extrem gefreut, dass auch endlich mal jemand den ersten Schritt macht. Guck mal, ganz ehrlich, jetzt habe ich nochmal ihren Namen gesehen, Antonia. Und da muss ich wieder an diesen Zander denken und denke, das ist doch so, als würde die sich Onja nennen. Onja, mein Name. Ich heiße eigentlich Antonia, aber ich nenne mich Onja. Wer macht sowas? Sorry. Und dass er dann auch noch der Erste ist, der das macht, fand ich sehr gut. Fand ich sehr mutig von ihm. Aber jetzt quatschen wir mal über dich. Oh Gott, über mich reden wir doch den ganzen Tag. Aber ich fand es gerade auch wirklich sehr, sehr schön, dass du jetzt den ersten Schritt gemacht hast und mich mal so auch rausgenommen hast. Weil natürlich auch ich will nicht umgarnt werden. Aber ich finde es schon schön, wenn auch ein Mann einfach die Initiative ergreifen kann und sagt so, hey, du interessierst mich, ich würde gerne einfach mal 5 Minuten so mit dir quatschen. Ja, das ist, finde ich, zeigt auch eine gewisse Stärke. Und sowas finde ich richtig gut. Das freut mich extrem. Ist ja süß. Aber mir ist aufgefallen, er sitzt ziemlich weit weg von ihr. Ne? Der sitzt wirklich auf der letzten Kante. Was soll das, Okan? Also ich sag dir auch von mir aus, natürlich, unsere Aufgabe ist es, dich zu verführen sozusagen. Ja. Aber erstmal muss dieses Zwischenmenschliche entstehen. Deswegen habe ich dich jetzt zum Beispiel, ich habe die ganze Zeit überlegt, wo passt es. Ja. Aber eigentlich erklärt er doch gerade seine Manipulationsstrategie, oder nicht? Und sie so, sehr gut, finde ich sehr gut, ja. So passt es, weil das ist auch neu für mich hier alles und deswegen, aber ich dachte mir, ich bin jetzt halt auch nicht hier, jetzt halt nur für die Jungs. Ja, klar. Einer muss den ersten Schritt machen. Und ich finde, auch nur so kann man ja auch sich kennenlernen. Man kann ja zu zweit noch mal viel intimer und offener miteinander reden. Also wenn ich mit Okan spreche, muss ich sagen, ist das echt ein sehr, sehr entspanntes Gefühl. Bei mir ist immer so, ich brauche immer extrem viel Zeit. Bei mir entsteht nicht so schnell das Interesse einfach. Mhm. Und ich hoffe, dass jetzt durch diese intensive Zeit, die wir hier verbringen, das mal endlich mal anders sein könnte. Ja. Deswegen probiere ich es einfach. Ja. Mal schauen. Ich kann dir nichts versprechen. Bin ich dir auch ehrlich. Aber süß, er ist süß. Oh mein Gott, er ist süß. Cool. Aber wie ist denn dann so? Also ich sag mal so, klar, du bist Südländer, aber stehst du dann auch eher auf so eine südländische Frau? Oder ist dir das? Weil das ist ja auch ganz klar, Deutsche stehen nur auf Deutsche, Südländer nur auf Südländer. Antonia! Genau das Gegenteil. Weil ich auf diese Typ Barbie-Frauen stehen sozusagen. Und dann steht da plötzlich da diese Barbie da. Ja. Ich? Ja, natürlich. Wer sonst? Ja, die Moderatorin vielleicht. Hier gibt es sonst keine Frau. Aber geil. Ich glaube jetzt nicht, dass direkt am ersten Tag ein vergebener Junge kommen würde und sagen würde, komm, lass mal einen Deep Talk für 5 Minuten führen. Also ich glaube wirklich, das, was er zu mir sagt, ist wirklich ehrlich auch gemeint, ja. Aber genau das denke ich halt. Jemand, der vergeben ist und der genau diesen Plan hat von, ich will hier die 50.000 gewinnen, 50.000 können die gewinnen, oder? Und ich will die verführen und ich will, dass die was für mich entwickelt und bla bla bla. Da würde ich den ersten Schritt machen. Direkt. Wisst ihr, wie ich meine? Also für mich ist es andersherum. So, jetzt aber Schlafenszeit. Haja Bubu. Also ich gehe mit einem wunderbaren Gefühl schlafen. Es hätte für mich kein schönerer Tag sein können. Schlaf gut. Ihr Süßen, ey. Die ist so süß. Und dann sagt die ganze Zeit, ihr Süßen und so. Oh, Mann. Das ist eine super Frau. Echt. Ich bin so happy über die Jungs. Ich bin so zufrieden mit jedem Einzelnen.
Gute Nacht, ihr Süßen. Ciao, ciao. Guck mal, und das wurde, glaube ich, auch kritisiert bei Instagram. Haben ein paar Leute geschrieben, das sind nur so Fuckboys, die da mitmachen und so. Aber es geht ja darum, dass es Männer sind, die Antonia gut findet. Und sie sagt, ich bin hochbegeistert. Ich finde die Männer toll. Was wollen wir mehr? Ich meine, die soll sich doch verlieben, nicht ihr. Treibt sich mehr so wild mit den ganzen Weibern. Schlaf gut. Ihr auch. Welche Weiber? Wir denken an dich. Ich auch an euch. Komm, Tür zu. Nächster Tag und nächste Villa, Leute. Wir sehen jetzt heute auch direkt in Folge 1 die Vergebenen, also die, die dazugehören. Die Paare. Ach Mann, ihr wisst doch, was ich meine. Mein Name ist Lisa, ich bin 23, kleiner Zahlendreher, 32. Aber den Witz, den wollte ich mir wirklich nicht nehmen lassen, weil ich bin eine humorvolle Person. Und ich bin Brow-Artistin. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass er sich in die Single-Dame verlieben könnte, wovon ich aber nicht ausgehe. Aber sie weiß, das Risiko besteht, ey, und das ist halt, ne? There's a lesson I have learned if you play with fire, you get burned. Alles ist möglich. Antonia ist eine tolle Frau. Und dass sich da irgendwer auch wirklich verliebt, der vergeben ist, das halte ich gar nicht so für ausgeschlossen, muss ich ehrlich sagen. Ich heiße Gita, ich bin 26 Jahre alt. Hi. Hallo. Hi. Mich auch. Alter, aber die haben eine barbarmäßige Villa, muss ich sagen, weil beim letzten Mal war das so ein kleines Scheißhaus mit einem kleinen Pool. Hier haben die mehr Zugang, alles pipapo, haben sie ein bisschen upgegradet. Finde ich toll. Ich bin Lisa Marie, ich bin 29 Jahre alt und beruflich bin ich Flugbegleiterin. Ich heiße Camila, ich bin 23 Jahre alt. Also mega, ich muss sagen, der Cast ist echt super, die Mädels sind super nett. Ja, nicht nur die. Hallo, ich bin der Dominik, 29 Jahre alt und Event-Marketing-Manager. Und ich bin Ken. Also muss ich wirklich sagen, was ist das für ein schöner Mann? Wow. Da bin ich ganz ehrlich. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? 5 Jahre. Boah, ihr seid ja auch schon lang. Wow. Schon lange. Das ist schon lange, das ist schon fast ein ganzes Leben. Und ihr alle? 1,5 Jahre. Boah, warte, ihr? Ich glaube, ich nehme den. Bei mir 3. 3. Bei mir fast 2 jetzt. 2. Und bei dir, Lisa? In dem Fall? Wir sind so ein bisschen über 1,5 Jahr. Ui. Ist noch frisch. Okay. Ja. Gewagt. Krass. Das ist krass. Ja. Also nicht krass im Sinne von, oh, ich bin ein Schwein. Aber es hat sich auch, darf ja sich auch nicht alles verändern. Ihr müsst ja wissen, es ist immer noch dieselbe Person, die hier sitzt. Aber ich finde es krass, weil nicht, weil die so kurz zusammen sind, sondern dass man in dieser Zeit, also das ist ja noch die, man ist so verliebt und alles ist so toll und bla bla bla, dass man sich dann sagt, komm, wir stellen das alles auf die Probe. Das würde ich ja nicht, ne? Also ich würde sowieso nicht auch nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, ich würde es niemals auf die Probe stellen. Das wäre mir einfach zu risikoreich, das zu verlieren. Echt, ey. That's the game, man. Get down into it. Bleib mal drüber, den Ding. Scheißegal. Also zum einen schön, dass ihr hier seid, aber auch zum anderen, seid ihr verrückt geworden? Ja. Ja. Genau das ist es, nämlich. Ja, oder? Verrückt ist immer gut. Ja. Ah ja, aber ihr seid ja gut vorbereitet, Dominik. Was habt ihr denn verabredet? Oben, unten, links, rechts ist in Ordnung. Ich habe ja nichts zu befürchten, aber Sex wäre dann ein bisschen viel. Aber was meint ihr, der hat nichts zu befürchten? Also sein Partner ist auch wirklich schwul und nicht bisexuell oder sonst was. Sag mal so, da ist, glaube ich, nicht jeder deiner Meinung. Gita. Ja? Vertraust du deinem Partner auch? Ja, ich vertraue meinem Partner zu 100%. Er kennt seine Grenzen und er braucht die Frau nicht küssen, weil er das mit seinem Charme erledigt. Wie küsst er denn mit seinen Charme, Gita? Das muss man mal erklären. Erstens, zweitens, das ist doch sowas von auffällig. Also die könnte doch jetzt am ersten Abend sagen, Leute, alle mal hier. Kommt. Und dann sagt er nee. Und dann fliegt er ja schon auf. Oder er sagt ja und hat Stress mit Gitter. Immer Filme in meinen Kopf. Aha. Also Küssen verboten an der Stelle. Küssen. Hey, das ist doch ein Lied. Küssen verboten. Hey, wie ging das nochmal? Ist nicht erlaubt. Nicht nur von meiner Seite, auch von seiner Seite. Ich bin hier nicht die Blöde, ja? Der hat auch von seiner Seite gesagt, Küssen ist verboten. Unsere Single-Lady will ja rausfinden, wer ist denn hier vergeben, wer ist Single. Das heißt, ich glaube nicht, dass sie es beim Küssen belassen will. Aha, denn die denkt also, die Antonia, die wird auch mal ordentlich bumsen. Ja, da sage ich ja. Ja, ja, ja. Frauen müssen eine geile Zeit haben, Frauen müssen Spaß haben und Frauen müssen ihr Leben genießen, genau wie Männer es tun. Punkt aus Ende. Lisa, für euch steht ja auch ein bisschen mehr auf dem Spiel. Genau. Ihr habt ja eine Patchwork-Familie. Also die sind 6 Monate zusammen, haben eine Patchwork-Familie. Patchwork heißt, er hat ein Kind, sie hat ein Kind und man kommt zusammen, ne?
Krass. Deswegen ist es auch so, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass er diesen Schritt gehen würde. Ja gut, das ist wirklich, also ich finde, wenn Kinder mit drin sind, dann wäre schon dreckig. Dann wäre schon dreckig. Aber wieso macht er dann überhaupt damit? Und wieso sagt sie ja? Und warum riskieren die alles? Verstehe ich nicht. Ja, also Schauspieler müssen sie irgendwie alle. Genau. Es wäre ja total bescheuert, wenn die Single Lady euren Partnern sofort auf die Schliche käme. Es geht ja auch um richtig viel Kohle, um 50.000 Euro, die im besten Fall für euch, zumindest im besten Fall, ihr mit eurem Partner nach Hause nehmt. Das finde ich krass. Letztes Jahr haben die nicht so krass darauf beharrt, mit den 50.000 Euro und bla 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 und das ist alles ein Spiel und irgendwie, das war nicht so krass im Fokus und ich finde es krass, dass auch, und sehr gut, dass jetzt auch die Vergebenen, also in der Parallelvilla auch erstmal eine geilere Villa bekommen haben und dementsprechend, glaube ich, auch mehr gezeigt werden. Weil ich fand, letztes Jahr war schon ein bisschen so, da hätte ich mir oft öfter mal gewünscht, dass die da irgendwas sehen, was da passiert und so. Habe ich große Hoffnung dieses Jahr. So, was wäre denn euer Wunsch für heute? So, nächster Morgen. Wunderschöner Morgen steht an, sie sitzen alle am Tisch. Ein Einzeldate. Mit Mutti. Ja, hätte ich auch Lust drauf. Ja, cool auf jeden Irgendwas Fall. Cooles machen. Ja. Ja, die Antonia, die ist schon locker heute drauf, ungeschminkt, was ich auch sehr feiern tue. Sieht auch natürlich hübsch aus. Was wünschst du dir heute? Würdest du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Das ein oder andere Gespräch mit euch. Ich hoffe, dass auch irgendwann mal jemand seine Initiative ergreift und mich rausnimmt und mit mir spricht. Hä, aber das hat doch gestern einer. Der Arme. Der Arme. Antonia, gehen wir ein bisschen reden? Ja, natürlich. Der Lippstädter, der macht's Spiel. Also bei dir kann ich das ja noch verstehe ich das ja noch überhaupt nicht, was du hier eigentlich machst, so richtig. Weil du siehst gut aus. Du hast schöne Augen. Ja? Gute Augen. Ach, ich habe vergessen, was der eben meinte. Aber trotzdem, du bist hier. Warum? Warum? Ja, weiß ich nicht, weil ich mir so denke, so, ich meine, du findest doch bestimmt auch irgendwo in Bielefeld oder Lippstadt auch irgendwo eine tolle, schöne, nette Frau. Das denke ich bei den anderen halt nicht. Deswegen, bei dir finde ich es krass, bei den anderen denke ich mir halt, die würden weltweit keine finden. Olle, 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 olle. Also denkst du, ich bin vergeben? Was heißt vergeben? Ja, also ich meine, du musst ja noch nicht mal vergeben sein, aber die Frage ist natürlich, okay, was willst du? Willst du einfach nur, sag ich mal, bekannt werden oder nee. Das Geld mitnehmen? Alter, die hat Nippelpiercings. Beidseitig und die blitzen da durch. Antonia, Mann, ich hätte gerne so eine Flagge, die ist heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß, heiß. Habe ich leider nicht. Dafür die Grüne dann. Geld spielt absolut für mich keine Rolle, weil ich bin ja hier wirklich, um dann, um dich besser kennenzulernen, um vielleicht auch mit dir rauszugehen. Weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich nicht, was du meinst, weil du wusstest ja von Anfang an nicht, wer dir da vorgesetzt wird. Da kannst du mir auch nicht erzählen, dass Geld da keine Rolle spielt. Also das ist für mich Schmarrn. Absolute Schmarrn. Mhm. So, scheiß auf das Geld. Scheiß auf 50.000 Euro. Was verdient ihr denn? 50.000 in der Minute oder was? Also 50.000 Euro, wer sagt, scheiß auf das Geld. Ach, das kann ich irgendwie nicht glauben. Sorry, das kann ich nicht glauben. 50.000 Euro sind so verdammt viel Geld. Dafür, dass du da zwei Wochen den Bimbam baumeln lässt, ein bisschen rumlügst. Ich bitte euch. Ja, Marcel ist auf jeden Fall kein hässlicher Mann. Ja, außer halt die blondierte Platte. Bist du so ein Typ für auch für so Freundschaft Plus und sowas? Hatte ich in der Vergangenheit, ja. Schon. Aber ich werde ja auch älter. So, irgendwann muss Familie ja kommen. So, weißt du, was ich meine? Nee, muss nicht. Muss nicht. Und vielleicht bist du ein Typ, der immer noch Freundschaft Plus braucht. Also die Zeit, die heilt halt alles. Ne? Jetzt bin ich vielleicht bald 30. Nächstes Chapter geht los. Freundschaft Plus finde ich jetzt nicht mehr so gut. So funktioniert das Leben halt einfach nicht. Mindestens. Wenn das nicht passiert, dann nehme ich den Bumsladen hier auseinander. Das ist mein Versprechen. Hm. Ich crash jetzt die Party. Das ist schon zu viel für mich hier. An so einem Morgen früh, wo die Sonne strahlt und er redet dort 20 Minuten. Das geht doch nicht. Also auf jeden Fall möchte ich mich der Antonia jetzt Step by Step immer mehr nähern. Los. Hallo, Cowboy. Darf ich mit der hübschen Frau ein bisschen reden? Gibst du uns noch 5 Minuten? Nein, gebe ich dir nicht. Das war schon zu viel für mich. Gib uns noch kurz ein paar Minuten. Na, wie lange sitzt du schon hier? Aufs Daybed, ich komme gleich. Okay? Okay, ich denke mich jetzt hier ein bisschen. Aufs Bett? Oh, Junge, er ist so ein Provokant, das ist so geisteskrank, ne? Ich finde das halt sowas von respektlos. Also, was dieser Marcel sagt, ne, würde ich auch einen Fick drauf geben. Aber wenn Antonia sagt, geh schon mal aufs Daybed, warte da auf mich und der hält sich nicht dran. Entschuldigung. Boah, Gänsehaut, Junge. Wo waren wir denn gerade? Jetzt hat er uns rausgebracht, ne? Voll. Komm, ich lasse dich mal alleine. Danke. Ich bin gut im Vertreiben. Da ist er auch stolz drauf, ne? Sorry, aber da sage ich das hier. Das hier.
Ich wollte mal hier die Party crashen, ne? Weil das ging schon ein bisschen zu viel. Ich hätte auch nichts anderes von Dennis erwartet. Also das ist so ein typischer Dennis-Move. Deswegen fand's witzig. Das ist ein typischer Dennis-Move. Ich kenne den ja schon Jahre. Ich weiß, wie der tickt. Das ist unser Tag. Antonia weiß ganz genau, ne? Die weiß ganz genau. Frauenbruder. Bist du schon eifersüchtig? Was heißt eifersüchtig? So 5 Minuten ist ja okay, aber so 20 Minuten ist ja zu viel. Mann, das waren noch keine 20 Minuten. Ja. Ich mag auf jeden Fall Männer, die wissen, was sie wollen. Ich finde alles andere auch extrem unsexy und abturnend, wenn ein Mann nicht weiß, was er will. Ich habe ja wirklich so bei dir so ein bisschen das Gefühl, dass du, also ich finde das mega, dass du so deine eigene Art hast und dass du dich so komplett von der Gruppe abhebst. Das finde ich gut. Also eigentlich suche ich auch so jemanden, der so auch so ein bisschen gegen den Strom schwimmt. Aber ich glaube trotzdem, dass du auch eine ganz, ganz sensible Seite hast, oder? Also ich bin wirklich so ein Typ, ich bin locker, offen. Aber wenn ich wirklich merke, dass ich Interesse an der Person habe, dann werde ich schon mal ein bisschen nervös, ja? Ich muss mal kurz stoppen. Ich habe jetzt hier relativ viel gezeigt. Aber ich bin da auch ein bisschen verwirrt. Guck mal, Antonia sagt halt sehr, sehr viel und legt den Jungs eigentlich schon alles so in den Mund. Ne? Also du bist das und das und das und das. Und wäre ich jetzt ein Lügner und ein Vergebener, da würde ich doch sagen, ja, genau. Du hast da richtig voll den Durchblick. Du kannst mich richtig gut einschätzen und sowas alles. Also du musst dir ja nicht mal einen Charakter mehr ausdenken. Das macht die ja schon alles für dich. Das wäre Ressourcenverschwendung vom anderen Stern. Kannst du deine Sexualpartner noch zählen? Ja, natürlich. Ja? Also ja, natürlich, ich habe eine Liste. Ich habe ein Tattoo für jede Frau, die ich geflankt habe. Aber das ist eigentlich voll die gute Idee. Ja, ich hatte jetzt auch nicht 50 Stück, oder? Ja, das glaube ich dir nämlich auch nicht. Weil ich dass du denkst, ich hatte 50 Stück, du hast mich einfach nur in diese Rolle reingetan. Nein, ich neck dich natürlich auch ein bisschen. Ich meine das natürlich auch nicht ernst. Also mir ist natürlich klar, dass du es nicht geschafft hast, mit deinen Aussehen 50 Frauen schon in dein Leben rumzukriegen. Was soll das bedeuten? Ich finde es gut, dass du so bist. Ich finde es gut, dass du so auch aus der Gruppe so herausstichst, weil so nehme ich dich natürlich auch immer wahr und du gehst nicht unter. Und ich muss über dich am öftesten lachen. Ich finde, Antonia kann wirklich sehr, sehr gut kommunizieren. Dafür grüne Fahne. Ich denke mal, sie findet mich cool. Ich finde sie auch cool. Ja, also bis jetzt passt es, sage ich mal so. Bis jetzt passt es, sage ich mal so. Also Hochbegeisterung sieht da für mich anders aus, aber finde ich auch ehrlicher, als jetzt zu sagen, absolute Traumfrau, ich bin völlig verliebt. Das könnte ich halt auch nicht abnehmen. So, jetzt gucken wir aber in die Parallelvilla nochmal. Die wissen ja noch gar nicht, mit wem sie es hier zu tun haben, wer deren Männer ausspannen wird, welche Person. Ich kann nur sagen, oh Gott, ich finde sie ziemlich klasse. Aber seht selbst. Oh, hallo, Antonia. Ja. Krass. Krass. Krass, krass, krass. Für mich oder auch für meinen Partner ist es natürlich super, weil ich schon glaube, dass sie auch jemand ist, der auf meinem Partner steht. Und ich glaube, dass auch er ganz gut bei ihr ankommen wird. Wow. Das Krasse ist, man weiß ja, es ist auf jeden Fall ein schwuler Mann dabei, ne? Oder bisexueller Mann. Und irgendwie, so bislang könnte das halt einfach für mich jeder sein. Jeder. Was hast du denn gedacht? Das ist unsere Single-Lady, Antonia. Also ich bin jetzt entspannt. Schöne Single-Lady. Ich muss sagen, ich wäre da nicht entspannt, weil ich weiß, Antonia ist eine Frau mit Charakter und ich finde Charakter halt einfach viel wichtiger als Aussehen. Da würden mir schon die Knie würden mir schlottern. Das sage ich euch aber. Ja. Schöne Single-Lady. Das finde ich aber auch eine sehr, sehr schöne Frau. Ganz tolle Hoffentlich Frau. Hoffentlich findet sie ihr Glück. Ja. Aber nicht mit unseren Männern. Nicht mit euren Männern, sagst du schon? Aber wie süß von der Gitter heißt sie. Hoffentlich findet sie ihr Glück. Sehr gut gemacht, Baby. Die gönnt sogar noch. Die ist nicht so blöde Antonia. Nee, ich hoffe, die findet ihr Glück. Zwar nicht mit meinem, aber bitteschön. Hoffentlich nicht. Nee. Ich hoffe es schon. Du hoffst es mit deinem Mann? Aber ja klar muss die hoffen mit ihrem Mann, sonst kriegt sie ja die Kohle nicht. Ich bin ganz froh, dass es Antonia ist. Antonia ist der Typ von meinem Freund und auch andersrum. Also ich glaube, sie wird meinen Freund ganz gut finden. Und dementsprechend ist das wie ein Sechser im Lotto erstmal für mich gewesen, dass sie das jetzt auch wirklich ist. Also fürs Spiel und alles ist gut, ne? Aber die Moral von der Geschichte, gibt's überhaupt eine Moral? Hast du Moral? Nein. Soll wirklich jeder machen, wie er will, aber ich find's krass. Hast du nicht vergessen, wie es in einem TV-Format. Hier geht's um Show-Reichweite und dass du in die nächste Show reinkommst, die vielleicht sogar noch besser und mehr Reichweite hat. Ja. Na guck mal, gegen die Liebe kannst du auch nichts machen, gegen Gefühle kannst du auch nichts machen, wenn der Typ sich dann da verliebt. Also kannst du ihm vertrauen, wie du willst, Grenzen setzen, wie du willst, wenn er eigentlich darf und sich da einlassen drauf darf und sowas alles. Dann ist das Risiko doch einfach da. Ich würde niemals
jemanden zu 100% glauben, dass er sich in diese Person nicht verliebt, weil du kannst ja nicht in die Zukunft blicken. Du weißt ja nicht, was passiert. Entgegengefühle machst du nichts, habe ich schon gesagt, ne? Die Liebe ist unfair. Camilla, du bist richtig ruhig geworden jetzt. Ja, also was ist bei dir los so in dir? Ja, mein Freund steht auf Blonde. Da mache ich mir ja schon so ein bisschen Gedanken. Aber da denke ich mir auch, wieso weißt du, dass dein Freund auf Blonde stehst und sitzt dann mit brunettem Haar? Wäre ich ein Mann und ich würde auf Blonde stehen, meine Frau ist brünett, da würde ich doch im Leben nicht sagen, ich stehe auf Blonde. Also, ich meine, das kannst du doch für dich behalten, oder? Jetzt denkt die doch jedes Mal, wenn die in den Spiegel guckt, ach Mann. Bei jeder blonden Frau denkt die sich, ach Mann. Ist doch scheiße. Mein Beileid, Bruder. Aber tatsächlich, ich mache mir jetzt nicht mehr so viele Gedanken. Gar nicht sein Typ. Okay. Ich glaube, wir werden da als gestärktes Team rausgehen und ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen. Ich meine, klar, er muss irgendwas abliefern, weil sonst glaubt sie es ihm ja nicht. Aber selbst die wird es zu keiner Zeit sein, dass ich mir da irgendwelche großartigen Gedanken mache. Okay, ich habe das Gefühl, Lisa ist wirklich noch mit am entspanntesten, könnte aber vielleicht auch daran liegen, dass sie ein bisschen älter ist. Aber jetzt wollte ich gerade sagen, ob vielleicht auch schon längere Beziehung hat, aber das ist die mit den 6 Monaten. Aber vielleicht wegen der Patchwork-Familie ist sie sich da sicher. Und weil die vielleicht auch einfach mehr haben als andere da. Also ich, wie gesagt, wenn Kinder dabei sind, dann hängt schon echt viel dran. Das ist Horror eigentlich. Ihr wisst natürlich, auf was ihr euch einlasst. Ich bin gespannt, ob die Abmachungen, wie ihr sie getroffen habt mit euren Partnern, so eingehalten werden. Ihr habt euch hier alle gemeinsam. Hallo. Ihr seid aber auch die größten Konkurrenten. Ja. Yeah. Es geht einfach um sehr viel Geld. Guck mal, jetzt betont die wieder, um sehr viel Geld geht's hier, ne? Denkt daran. Und das haben die bei Staffel 1 nicht gemacht. Aber es stimmt, es geht um sehr viel Geld. Und es geht natürlich auch um die Liebe. Ja. Jetzt ist aber hier Cut. Wir schalten zu Antonia. So, Antonia, das war ja wohl mal ein rasanter Start hier für dich bei Make Love Fake Love. Darüber freue ich mich sehr. Und ich kann dir vor allen Dingen sagen, es geht actionreich weiter. Denn du darfst heute schon auf dein allererstes Date. Oder yes. Sollte ich vielleicht sagen, Doppeldate? Such dir nämlich 2 der Männer aus und dann kann ich nur viel Spaß wünschen. Dankeschön, Janine. Ich freue mich. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Und das war's heute mit der ersten Folge, Leute. Ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock. Das wird einfach geil. Ich sag's euch. Ich sag es euch. Ihr Süßen, wie hat's euch gefallen? Schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Ja, ich muss jetzt doch irgendwie schneller als gedacht die erste Entscheidung treffen. Krass. Janine hat mir gerade eine Videobotschaft übermittelt. Okay. Und zwar geht's aufs erste Date. Jawohl. Oh, schön. Nicht nur für einen von euch, sondern ich durfte mir 2 aussuchen. Nächste Woche. Los, los, los! Ein hübscher Mann war direkt mein Kern. Hi. Vergeben. Die beiden, die heute ein Date hatten, die haben uns schlecht gesprochen. Eine hinterfotzige Aktion einfach. Die größte Ratte hier ist Julian. Denkt an den Podcast. Auf entspannt. Ich teile aber auch nochmal bei Instagram und auch hier im Community-Tab. Wann der kommt? Ja, eigentlich Mittwoch. Eigentlich müsste jetzt die erste Folge da sein, weil ich glaube, das darf ich erst Donnerstag hochladen hier. Ich darf ja nicht vor RTL Plus, wenn ihr wahrscheinlich was meine. Ihr Süßen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag wie immer. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Peace. Yes, baby.